Ja, hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem besonderen Format auf meinem Kanal. Und dieses Format, das benenne ich auf den Namen Mysterion. Ja, ein Mysterium ist natürlich ein Mysterium, das ist klar. Und jeder fragt sich, was das so sein kann. Ja, ich habe eine coole Website gefunden, das ein paar Artikel von vorn halt beinhaltet. Und ja, da möchte ich euch ein paar vorlesen und möchte euch nach eurer Meinung fragen. Darf ich das? Natürlich darf ich das. Ja, ich kann es halt. Na gut. Also, entschuldigt meine Leseskills, ich habe das noch nie vorher gelesen, das ist einfach jetzt random. Als ich mal mit Freunden zum Rheinufer in Duisburg gefahren bin, kamen wir immer an einem alten Haus vorbei, das abgelegen hinter einem Feld in einem Waldstück liegt. Wir fanden es sehr mysteriös, sind aber die ersten Male nur daran vorbeigefahren. Eines Tages jedoch packte mich die Neugier und ich wollte zu diesem Haus hin. Wir schauten uns das Haus auch an und fanden heraus, dass es mal eine Grafschaft war, die im 19. Jahrhundert zu einem Kinderheim wurde. Man erzählt sich, dass es auch einen Kinderfriedhof hinter diesem Haus gab, den wir dann auch fanden. Zwar haben wir es erst bemerkt, als wir schon darauf standen, aber das ist ja jetzt nebensächlich. Eines Nachmittags nahmen wir alle Mut zusammen und betraten das Haus. Es fehlten nur die Fenster und Türen. Zur Begrüßung las man am Eingang den Satz: Wer dieses Haus betritt, stirbt. Nett, dachte ich mir, aber nichts draus, denn ich wollte unbedingt mehr darüber erfahren. Als wir ziemlich in der Mitte des Hauses standen, hörten wir Geräusche. Es war das Zuschlagen von Fenstern, die es ja nicht mehr gab. Tja, vor lauter Angst liefen wir weg und haben das Haus seitdem nicht mehr betreten. Man sagt, es gibt auch ein Video von diesem Haus, wo man die Geister der Grafschaft sieht. Meine Frage: Kennt einer von euch das Haus? Kann mir einer mehr davon erzählen? Kann man das Zuschlagen von nicht vorhandenen Fenstern in einem Geisterhaus wirklich hören? Oder hört man sie nur das aus Angst? Ja, Freunde, unsere Frage ist natürlich, meine Meinung dazu ist, das war natürlich großes, wahrscheinlich Fake, aber wir gehen natürlich aus, das war natürlich wieder wahr. Und dann glaube ich mal, so ganz schlicht und einfach glaube ich, das war, was er da gehört hat. Also, er hat was gehört und es steht vielleicht vor dem Haus. Rein theoretisch könnte es ja möglich sein, dass es Geister gibt, das wissen wir ja alle. Ja, trotz all dem sage ich mal Dankeschön, meine lieben Freunde, für das herzliche Zusehen. Ciao.